Training. Alle wissen, du bist einer, der unglaublich hart und viel trainiert, der sich intensiv vorbereitet. Sag doch mal, vielleicht mal auch unseren Zuschauern, was bedeutet für dich die Videoanalyse? Weil du guckst dir schon viel an, auch Matches von dir. Ich schaue mir schon extrem viel an, ja, aber es ist mehr als Vergnügen für mich eigentlich. Also, natürlich. Das heißt, du kannst dich sehen, weil es gibt viele, die sagen, oh nee, ich kann mich nicht sehen. Ich schaue mich sogar gerne an, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache das eigentlich aus Vergnügen, aber gewisse Sachen merkt man sich doch. Also von einem selber natürlich, aber auch von den ganzen Gegnern. Von dem her ist das eine gute Sache. So, da alles, was erzählt, nicht, hast du nicht ein Match heute? Ja. So Leute, Stadtlandfluss, ihr zwei, erzähl das mal. Komm, ja, siehst du? Ich erzähle das, ja. Ja, komm. Also haben wir... Der Sascha war kein guter Stadtland-Fluss-Spieler. Die spielen das nämlich. Bei Z hat er bei berühmter Persönlichkeit sich selber genommen. Und du bei nicht? Berühmter Tennisspieler seinen Bruder. Also und, mich, und was hast du genommen? Bei Z habe ich dich genommen. Ja, also. Ja, also. Ja. Aber nicht mich selber. Ich hab mich selber nicht genommen. Ich habe Horacios Ceballos genommen. Das war sehr stark. Ich kenne keine Tennisspieler, die Stadtland-Fluss spielen, Leute. Wer kommt auf sowas? Es hat in Miami ungefähr 3 Tage lang geregnet und wir hatten, glaube ich, alle Spiele schon durch. Deswegen war das letzte Spiel, das wir spielen konnten. Und dann haben wir angefangen, Stadtland-Fluss zu spielen. Dirk, das ist der Sascha. Guck mal, da ist noch der Hund. Da ist er noch. Wer kommt eigentlich auf den Namen, wollte ich nochmal fragen. Okay. Der Sascha ist von der Next Gen und der war zu viel am Handy und so in Miami, da habe ich ihm gesagt, mal ich zeige ihm, wie man sich früher beschäftigt hat. Und du natürlich als alter Hase, ne, ist klar. Der hört gut auf dich. Ja, er hört sehr gut auf mich. Wenn Mama weg ist, dann hört er keinen. Ich habe gehört, du erziehst gar nicht, du freust dich nur an dem Hund. Natürlich erziehe ich ihn, ich gehe auch mit ihm spazieren abends. Das ist Erziehen? Ja. Du weißt, Hundeschule, volles Programm und Sitz und das, ja. Du weißt schon, dass er der verwöhnteste Hund. Das meine ich damit. Ja. Nee, Hundeschule, ich weiß nicht. Ich lasse ihn alles machen, was er will. Hat der Name eigentlich eine Bedeutung? Ungewöhnlich? Das ist kleiner Löwe. Kleiner Löwe auf Russisch heißt das. Ich habe richtig Angst vor ihm auch, ja, vom kleinen Löwen. Was ich mich jetzt ein bisschen irritiert, du hast, glaube ich, heute ein Match, ne? Also du solltest dich jetzt mal vorbereiten, ja? Ich bin mental so vorbereitet, das glaubst du nicht. Ja, ich bin schon richtig fokussiert. Was ist das für ein Kerl? Ihr versteht euch super. Ich gucke euch wunderbar gerne beim Training zu. Gestern habe ich übrigens einen Tipp abgegeben nach 10 Minuten, dass du deinen Schläger zagst. Hast du aber nicht gemacht. Du warst total beherrscht, finde ich. Ja? Beschreib ihn mir mal bitte. Weil ich kenne ihn nicht so. Es kann viele, viele positive Sachen immerhin sagen. Ich weiß auch einige. Das ist dann langweilig, das brauchen wir ja nicht. Einige negative, aber die sage ich vor der Kamera nicht. Sag was Positives. Ich finde ihn auch okay. Ein sehr netter, fescher Kerl. Wir haben auch schon im Vogue-Magazin waren wir sehr intime... Wimbledon, überragende Bilder. Intime Momente gemeinsam gehabt. Die wollten wirklich, dass wir Händchen halten beim Foto. Ehrlich? Die haben uns gefragt, dass wir Händchen halten. Da haben wir die Schlusslinie so gezogen. Das war dann zu viel. Ist das ehrlich wahr, ja? Ja. Weil die Bilder habe ich gesehen, du in so coolem Outfit, so ein bisschen flatterig, so Hemd. Hat dir nicht so gefallen? Mein Outfit hat mir nicht gefallen, aber er hat das ganze Bild gerettet. Also er hat mich da gerettet. Sascha, diesmal hatten wir wenigstens ein Outfit an. Das letzte Mal, wo ich im Vogue war, hatte ich kein Outfit an. Da war ich nur mit Hose. Deswegen hat mich das schon gefreut. Sagst du noch mal ein Wort über den Kerl hier? Ja. Nettes oder eher ja, spannend? Was ist er für ein Typ? Ja, du, spannend, ich nehme alles, wie du weißt. Nein, ein sehr lustiger Typ. Natürlich versteht er sehr gut Spaß. Man hat ein paar Mal gesehen, wie er den Schläger zerhackt hat. Wenn er in irgendeinem Spiel verliert, zerhackt er alles andere. Egal, was es ist. Wir haben mal Würfelpoker gespielt. Da hat er in einem Spiel, glaube ich, 7 Kugelschreiber kaputt gemacht. Hat er recht? Hat er ja. Definitiv, ja. Hat er irgendwann die Würfel, glaube ich, aus dem Zimmer geworfen. Ja, und dann war das Spiel halt leider vorbei. Aber nein, das ist einer der nettesten. Nur negativ berichtet über mich. Könntest du das mal positiv abschließen, jetzt das Ding? Nein, es ist einer meiner besten Freunde auf Tour. Das wissen die meisten Zuschauer natürlich. Wir machen viele Sachen zusammen. Ich mag langweilige Typen nicht und das ist ja ganz bestimmt nicht. Wir machen viel Blödsinn zusammen und es ist gut, dass wir ihn auf der Tour haben.
Bevor mich dein Vater jetzt schlägt, könntest du dich jetzt bitte mal auf dein Match vorbereiten? Ich bin vorbereitet, ich habe mich warm gemacht, ich war unter Dusche, ich bin im Match-Outfit, habe jetzt schon das rote T-Shirt an. Weil, weißt du, sowas bin ich als Journalist gar nicht gewohnt. Was soll ich denn machen noch? Ich sitze jetzt auf der Couch, entweder sitze ich da oder hier, es macht keinen Unterschied. Hast du recht. Ich stelle euch noch eine letzte Frage, weil mir fällt ein bei diesem Bruder, was wir vorhin gesagt haben. Vielleicht schaffst du deinen Bruder und machst es genauso wie er. Weil der Mischa hat mir früher immer erzählt, eigentlich ist der Kleine, der kein Kleiner mehr ist, ist eigentlich der Bessere. Wie kann man so einen Kleinen unterstützen? Ich meine, der Vorteil ist bei denen, du hast doch schon mit Roger, hast du doch schon mit 10 Jahren gespielt, weil dein Bruder mit ihm trainiert hat, oder? Na, das stimmt nicht ganz. Aber ja, ich habe mit vielen, vielen guten Spielern trainiert, weil die mein Bruder kannten, weil die natürlich meinen Vater kannten. Ich war teilweise auf Turnieren mit und habe mit 13 Jahren schon mit Top 50 Spielern trainiert. Das hat dann natürlich sehr geholfen, auch fürs Selbstvertrauen ein bisschen auch geholfen, weil dann spielst du zum ersten Mal ein Match gegen die und dann hast du aber schon mit denen schon so oft trainiert. Deswegen, aber natürlich die größte Hilfe war natürlich mein Bruder, weil er hat mit mir so oft trainiert, hat mir so viele Sachen erzählt, was man auf der Tour macht, wie man professionell ist. Und deswegen viel ist mir vielleicht etwas einfacher, auf die Tour zu kommen, als für andere junge Spieler. Fragt er dich oft, dein Bruder? Es gibt einen großen Unterschied da zwischen den zwei Brüderpaaren. Also bei mir wird es nicht so sein, dass mich der kleine Bruder irgendwann mal körperlich überragt. Da bin ich ziemlich sicher. Aber ich glaube, das ist super. Und wenn der Kleine im Großen nacheifern kann. Und ich glaube, bei einem Bruder ist fast das einzige Mal, dass man sich wahrscheinlich nicht ärgert, sondern freut, wenn der ihn in der Rangliste überholt, so wie es bei den zwei waren. Wisst ihr mal, wann mein Job mir am meisten Spaß macht? Ja. Wenn ich mit so Vögeln wie euch am Mikro sein darf. Vielen Dank, Jungs. Ja, kein Problem.